Hallo, einen schönen guten Abend. Ich habe heute Farben, fluoreszierende Farben, und zwar welche, die mit UV-Licht reagieren oder auf UV-Licht reagieren. Die sind ganz toll für Halloween oder auch für ein Fasching. In verschiedenen Farben sind die. Hier sind Pink, Lila, Orange, Gelb, noch ein anderes Orange, also das hier könnte auch eher rot sein. Grün, dann haben wir hier Magenta und Blau. Ja, schöne Farben, ganz toll. Ich zieh mal. Ich wollte jedenfalls die, also der Wille war da. Ich wollte die Schutzfolie abziehen. Jetzt habe ich gerade ein Problem, muss gucken, wie ich jetzt da unterkomme. Die Lasche zum Ziehen ist abgegangen, habt ihr ja gerade mitgekriegt. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier. Ah, ich habe aber einen neuen Anfang. Das ist natürlich ein bisschen blöd gemacht. Seht mal, die ganzen Kleberreste bleiben da dran. Das ist nicht so schön. Aber letztendlich egal. Wichtig ist, dass ich an die Farben rankomme. Folie weg. So, das war's mit der Folie. Ja, das ist natürlich doof, weil wenn man das dann nach getaner Arbeit sauber machen will, ist das irgendwie ein bisschen hinderlich mit den Kleberresten. Aber gut, die sind nun mal dran, ist nicht zu ändern. Hier ist übrigens ein Pinsel, der ist gleich beim Abziehen davon geflogen. Und hier ist er jedenfalls wieder. Ein schöner Pinsel, finde ich sehr gut, so ein bisschen so halbrund und mit Nylonborsten würde ich denken. Ja, fangen wir einfach mal an. Machen wir mal hier so den Test. Sieht ganz gut aus. Und auf der Hand sieht man natürlich nichts. Das ist die Variante, die mir gut gefällt. Ich mag es nicht, wenn man sich für Halloween schminkt, dass das so alles so knallbunt ist, dass man sich da so aufdringlich schminkt. Ich könnte dasselbe jetzt mit Grün mal versuchen. Ja, dann habe ich ein bisschen Rotreste noch dran. Aber das ist egal, das kriegen wir weg. Gehe ich mal damit drüber. Also man sieht im Prinzip so gut wie nichts. Und das ist gut so, finde ich persönlich schön. Ich gehe mal jetzt mit einer UV-Lampe ran. Wo habe ich meine Testlampe? Ah, da ist sie. Okay. So, machen wir hier mal kurz aus. Mal gucken, ob das schon reicht. Und ihr seht, es ist trotzdem etwas Staub drauf. Man kann was sehen. Da, wo ich intensiver gepinselt habe, da ist natürlich auch intensiver zu sehen. Ich werde dieses Licht mal auch noch ausmachen, dann sieht man das noch besser. Also mit dem Pulver allein kann man schon einiges reißen. Das sieht schon ganz ordentlich aus. Das ist sicherlich so, dass man damit, also hier in Natur sieht das noch viel schöner aus. Es glitzert richtig, es funkelt richtig, weil wirklich kleine Staubpartikelchen drauf sind. Das gefällt mir besser als die andere Variante. So, muss man noch einmal, nachdem ich gerieben habe, nochmal raufhalten. Ja, ist trotz allem noch, man reibt das direkt in die Poren rein. Also ich müsste das praktisch feucht reinigen, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass das reicht. So mit einem nassen Tuch. Und voilà, es ist alles wieder sauber. Also es lässt sich gut entfernen. Ich habe hier zwar ein Mikrofasertuch, aber eben nass. Bin da ein paar Mal rübergegangen, habt ihr ja gesehen. Glänzt hier noch, ist wirklich nass. Und damit habe ich das wieder ab. So, die nächste Variante, die eigentliche Variante ist die. Dafür habe ich mir hier so ein paar Wasserbecherchen hingestellt, um die Farben nicht zu sehr zu vermischen. Erstmal muss ich kurz ausspülen und vor allen Dingen den Pinsel ja auch erst anfeuchten. Und dann gehen wir mal hier rein. So. Bisschen rühren. Sicherlich macht sich das noch besser, wenn man einen eigenen Pinsel hat, die vielleicht auch sogar noch ein bisschen vielfältiger sind, auch ein bisschen breiter gefächert, was auch immer. So, dann habe ich hier mal mein Testblatt und mache mal ein paar Linien. Also hier kann man dann schön pinseln. Ich habe das jetzt, weil ich das nicht auf der Haut machen will, das ist jetzt so ein Papier, was nicht besonders saugfähig ist und deshalb bleibt es natürlich dann auch auf der Oberfläche schön liegen. Ich werde noch ein bisschen weiter verrühren, um ein bisschen mehr Farbe zu lösen, um zu gucken, ob das auch etwas cremiger wird und ein bisschen dicker noch. Ja, also es wird noch ein bisschen intensiver. Ich denke mal, das ist auch eine gute Sache. So, versuchen wir noch eine andere Farbe. Ich muss das jetzt mal kurz abspülen. Ja, was wäre jetzt ein schöner Kontrast? Das hier, das Lila.
so angefeuchtet und ein paar Runden gedreht, dass es sich ein bisschen löst. Ist ja wasserlösliche Farbe. Und ihr habt es ja auch gesehen, man kriegt es mit Wasser auch gut von der Haut wieder runtergewaschen. Und bitteschön, färbt natürlich auch sehr schön. Und ich glaube, hier höre ich jetzt auf mit den Farbtests. Ich mache bloß diese beiden. Sonst müsste ich das Wasser wieder wechseln, weil ihr seht ja, das Wasser nimmt natürlich auch ganz schnell die Farbe an. Und dann habe ich das dann überall vermischt. Das ist natürlich auch nicht so schön. So, mal gucken. Ja, lege ich mal beiseite. Und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wieder das Licht aus. Ich halte mal erstmal meine Lampe hier rein. Strahlt natürlich auch sehr schön. Das Gelb noch mehr als das Lilane. Und jetzt gucken wir hier. Da ist das Gelb und da ist das Lila. Sieht sehr schön aus. Schöne Farbe. Seht ihr? Da. Das Lila gibt nicht ganz so doll diese fluoreszierende Wirkung wieder, aber das Gelb auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schick gemacht. Toll. Also mir gefallen die Farben. Ich kann ja auch so mal in den Kasten noch mal reinhalten. Es strahlt alles, es leuchtet alles, sieht richtig schick aus. Ich finde die Farben sehr schön, das macht auch Spaß. Und damit hat man dann an Halloween bei UV-Licht wirklich eine schöne Ausstrahlung, einen schönen Effekt im Gesicht oder wo auch immer man sich damit bemalt. Ich empfehle das sehr gerne. Finde ich ganz toll. Und vom Preis her, ja, 14,59 € ist natürlich erstmal für den ersten Moment ein strammer Preis, aber man hat längerfristig was davon. Man kann es auch so für Tuscharbeiten verwenden, die dann abends im Dunkeln im Zimmer eine schöne Wirkung haben. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, wo man das anwenden kann. Und deshalb, denke ich mal, kann man den Preis durchaus akzeptieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt schön gesund und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!